Jo Leute, was geht? Willkommen zurück zu Diablo 4. Heute geht es komplett nur um den Okkultisten. Wenn ihr das Video zu Ende geguckt habt, dann seid ihr Profis, wenn es um den Okkultisten geht. Und ich würde sagen, dann fangen wir direkt mal an. Ganz zu Anfang habt ihr die Möglichkeit, Aspekte einzutragen in eure Gegenstände, sowohl in die Waffen als auch in die Rüstung. Das seht ihr immer hier unten. Das ist dieser braune. Das Braun geschriebene, das sind immer diese Zusatzeffekte, die könnt ihr auf jedes Item drauf machen, außer auf sowas. Das hier ist sowas, ist ein legendäres Item, das unique ist. Da könnt ihr leider nichts dran ändern, da könnt ihr keine Verzauberung drauf machen und auch keinen Aspekt drauf ändern. Aber auf jedes andere Item, auf jeden anderen Gegenstand geht das. Und dann gibt es hier eine Unterscheidung zwischen Kodex der Macht und Aspekt. Kodex der Macht, die kriegt ihr, wenn ihr solche Dungeons hier beendet. Wie zum Beispiel den hier, Pfad der Blinden. Da seht ihr, ist unten so eine Box dran. Und das habe ich auch noch nicht gemacht. Das heißt, wenn ich jetzt diesen Dungeon zu Ende machen würde, dann würde ich diesen Kodex der Macht bekommen für den Totenbeschwörer. Da ich kein Totenbeschwörer spiele, habe ich das bisher auch noch nicht gemacht. Und dann gibt es hier diese Aspekte. Und diese Aspekte, die könnt ihr in der Welt nicht einzeln finden. Die könnt ihr nur aus Items bekommen. Das heißt, wenn ihr jetzt hier so eine Waffe findet und hier unten diesen Aspekt euch durchlest und sagt, boah, den Aspekt, den finde ich gut, den würde ich mir gerne speichern, dann könnt ihr das hier beim Okkultisten machen. Aspekt extrahieren, dort das Item reinpacken. Das geht jetzt hier nicht, warum erkläre ich gleich. Und euch den Aspekt rausholen. Ich habe hier mal zum Beispiel eine Waffe aus der Kiste geholt. Die Axt hier packe ich mal da rein. Und dann seht ihr, dann könnt ihr hier den Aspekt euch vorher anschauen. Wenn ihr Gegner mit einer Basisfertigkeit angreift, erhöht sich der Schaden eurer nächstgewirkten Kernfähigkeit um 7%, bla bla bla. Und den könnt ihr dann hier für einen relativ günstigen Betrag rausholen. Und dann quasi speichern. Das mache ich einmal. Ja. Wichtig, die Waffe ist jetzt kaputt. Gut, dass ich mir die gerade nicht angeguckt habe, weil ich wusste jetzt nicht, ob die gut oder schlecht ist. Ist auch egal. Und den Aspekt findet ihr dann hier. Also, wenn ihr im Item-Menü seid, gut, dass ich da genau vorsitze, dann könnt ihr hier durchgehen durch die Reiter. Und hier habt ihr den Reiter Aspekte. Und dort seht ihr dann den Aspekt, den ihr gerade rausgeholt habt. Und den könntet ihr jetzt hier reinpacken. Zack. Und dann hier einen Gegenstand auswählen. Irgendeine Waffe, die auf den Ring geht das auch und hierauf auch. Und dort dann quasi den Aspekt, der schon drauf ist, entweder überschreiben oder halt hinzufügen und daraus eine legendäre Waffe machen. Wir können das mal zum Beispiel mit dieser Waffe machen. Soldatenführung, da seht ihr ja, der hat unten keinen Aspekt, ne? Also da unten ist nichts Braunes und das ist eine gelbe Waffe. Und wenn wir die jetzt auswählen, dann wird daraus eine legendäre Waffe mit dem Aspekt genau da drin, den wir gerade rausgeholt haben. Also wenn ihr eine Waffe findet mit einem coolen Aspekt, die Waffe aber Müll ist, holt ihr den Aspekt drauf und packt den auf eure gute Waffe und könntet das dann hier einprägen. Machen wir mal. Und jetzt habe ich diese Waffe neu kreiert. Aus der seltenen Waffe wurde eine legendäre Waffe mit dem Aspekt da unten, den wir aus der anderen Waffe rausgeholt haben. So weit, so gut. Gehen wir zum nächsten Punkt. Gegenstand verzaubern. Das war meiner Meinung nach in Diablo 3 sehr viel cooler gelöst. Und zwar könnt ihr einen Gegenstand auswählen. Nehmen wir die Waffe, die wir gerade erstellt haben. Und jetzt haben wir auf der Waffe, ich zeige euch das mal gerade, vier verschiedene, bei legendären Items sind es immer vier, beziehungsweise bei seltenen, vier solche verschiedene Fähigkeiten. Schaden für Fertigkeiten des Typs Kern, Schaden gegen folgenden Gegner, Überwältigungsschaden, bla bla bla. Da kann alles Mögliche drin stehen. Und wenn ihr den Gegenstand verzaubert, dann könnt ihr einer dieser Fähigkeiten auswählen, zum Beispiel den hier, und sagen, den will ich nicht mehr, den will ich wechseln. Dann könnt ihr das machen. Ich kann es gerade nicht, weil ich habe keine vergessene Seele. Aber ich kann das auch eine andere Waffe nehmen. Sekunde. Wenn ich das nehme. Genau. Kostet auch eine vergessene Seele. Jedenfalls könnt ihr das dann auswählen und dann hier verzaubern.
Das Doofe ist, man sieht nicht, was als Möglichkeiten rauskommen können. Also man weiß nicht hier, oder ich habe das noch nicht gefunden, was als Möglichkeit dabei rauskommen kann, weil es ist ein bisschen Glücksspiel. Es wird gewürfelt, es werden euch dann zwei Möglichkeiten angezeigt und eins von beiden könnt ihr dann auswählen oder gar keins auswählen. Und bei Diablo 3 war es ganz cool, dort hatte man eine Liste mit allem, was man bekommen kann. Das hat man hier leider nicht. Also wie gesagt, entweder habe ich es noch nicht gefunden, dann schreibt es mir unten in die Kommentare oder halt es gibt keine. Da müsst ihr mal im Internet nachschauen. Das finde ich leider ein bisschen blöd gemacht, dass man das nicht sehen kann. Es gibt auch verschiedene Gegenstände, die verschiedene Zusatzeffekte wie das hier haben können. Zwei Ränge für Kriegsschrei. Das heißt, zwei Level auf einer meiner Attacken. Da gibt es leider keine Übersicht. Das finde ich, ist ein kleiner Kritikpunkt auch von mir. Wird auch bestimmt auch ins Kritikvideo von mir kommen, dass man das vorher nicht sehen kann, was man da rausbekommen kann. Wenn ihr euch da unsicher seid, dann auf jeden Fall einmal googeln, welche Fähigkeiten auf welches Item können. Aber ich denke, wenn ihr erstmal so weit seid, so wie ich jetzt hier Level 70, Level 60, dann kriegt ihr langsam ein Gefühl dafür, was auf eine Waffe drauf kann und was nicht. Also ich weiß das zumindest beim Barbaren mittlerweile schon. Je nachdem, welche Klasse ihr spielt, ist das natürlich von Klasse zu Klasse unterschiedlich. Also wisst ihr, wie ihr Aspekte draufpacken könnt, ihr wisst, wie ihr Aspekte extrahieren könnt und ihr wisst, wie ihr Gegenstände verzaubern könnt. Dazu genau noch eine Sache, ihr könnt immer nur eine Sache verzaubern. Das seht ihr hier. Ich habe hier zum Beispiel diese Schuhe und da seht ihr dort dieses Zeichen, diesen Kringel, diesen blauen. Das heißt, das habe ich verzaubert und ich kann auch nur das immer wieder verzaubern. Ihr könnt also nicht alle vier Fähigkeiten verzaubern. Ihr könnt immer nur einen dieser vier Dinge verzaubern und dann das auch immer wieder rerollen. Das Rerollen wird übrigens auch immer teurer, also benutzt auf jeden Fall immer seltene Items anstatt legendäre, weil legendäre sind teurer. Das geht aber zu weit, das werdet ihr alles selber merken. Wichtig ist nur zu wissen, ihr könnt immer nur eine Sache verzaubern und da müsst ihr ganz genau aufpassen, welche ihr verzaubert. Als letztes, das ist jetzt ein bisschen Spoilerwarnung für die Leute, die die Story noch nicht durchhaben. Jetzt mal weggucken. Für die, die es durchhaben, man kann Siegel herstellen. Heilige Siegel und Ahnensiegel. Ich mach mal gerade eins. Ein Albtraumsiegel. Zack. Das findet ihr dann hier unter Verbrauchsgegenstände. Dort ist das. Das habe ich gerade erstellt. Kultistenzuflucht. Stufe 2. Und wenn ich das hier. Ich bin nicht auf Stufe 3. Ist das was Falsche? Weil ich gerade Weltenstufe 4 bin. Ich muss einen Ahnen machen. Ich mach mal einen Ahnen. Wenn ihr das dann zündet. Zack. Dann seht ihr, Sweet Lou hat einen Albtraum-Dungeon aktiviert. Und das ist dann der Dungeon, der hat sich verwandelt in einen Albtraum-Dungeon. Das ist zu vergleichen mit Diablo 3, mit den Nephalem-Portalen. Und dort könnte ich jetzt rein. Und wie ihr schon seht, ne, Stufe 22 hat das Albtraum-Dungeon. Die Gegner haben da eine sehr hohe Stufe. Und hier könnt ihr beim Okkultisten diese Siegel erstellen. Das Ganze kostet Siegelpulver. Und Siegelpulver könnt ihr hier auch bekommen, indem ihr Siegel wiederverwertet. Dafür könnt ihr dann das Siegel, was ich hier gerade gemacht habe, wiederverwerten. Und dann seht ihr da drüben, habe ich zwei Siegelpulver zurückbekommen. Das Ganze wird freigeschaltet, sobald ihr ein Siegel der Stufe 3 oder höher abgeschlossen habt. Das heißt, wenn ihr kriegt, sobald ihr die Story durch habt und in Weltstufe 3 seid, die Möglichkeit, solche Dinge zu finden, solche Siegel. Und wenn ihr ein Siegel Stufe 3 findet und das abschließt, dann kriegt ihr beim Okkultisten die Möglichkeit, Siegel selber herzustellen und auch Siegel wiederzuverwerten. Jetzt habe ich ganz schön viel gequatscht und ich hoffe, es war auch alles verständlich. Das ganze Ding mit dem Okkultisten ist sehr kompliziert. Wenn ihr da noch Fragen habt, kommt gerne im Stream vorbei. Ich werde die sehr gerne für euch versuchen zu beantworten. Wenn ich irgendwas vergessen habe, dann schreibt es mir gerne in die Kommentare. Ich würde mich sehr über ein Follow freuen, wenn ihr mehr über Diablo sehen wollt. Sehr über ein Like auf dem Video und sage bis zum nächsten Mal, Leute. Haut rein.